So, hinter mir befindet sich die St. Johanneskirche. Diese wurde von 1300 bis 1344 erbaut und ist eine der drei ältesten Pfarrkirchen hier in Göttingen. Die Kirche hat, wenn man mal nach oben schaut, zwei verschiedene Türme. In den Türmen wohnten bis 1921 noch der Türmer. Der Türmer war derjenige, der die Bevölkerung warnte vor Feuer oder Ähnlichem, indem er die Glocke läutete. Außerdem erzählt man sich hier in Göttingen, dass eine der beiden Türme von einer Studenten-WG ganz lange bewohnt war. In der WG gab es wohl öfter mal WG-Partys, aber mit einer Ausnahme, jeder musste seine Getränke selbst mitbringen. Denn nach da oben führt kein Fahrstuhl.